Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Wochenmagazins TV Mürz. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Mit drei neuen Beiträgen begrüße ich Sie heute aus der Filiale der Grazer Wechselseitigen in der Mariazellerstraße in Mürz-Zuschlag. Die Grazer Wechselseitige Versicherung ist ein traditionsreiches steirisches Unternehmen. Es wurde 1828 von Erzherzog Johann gegründet. Das Team in Mürz-Zuschlag besteht aus zwei Innendienstmitarbeitern, Frau Pötz-Barbara und Frau Schierenhofer-Manuela, und vier Außendienstmitarbeitern, die Ihnen gerne jederzeit auch zu Hause ein Angebot unterbreiten. Im Büro befindet sich auch eine Kfz-Zulassungsstelle, die von jedermann besucht werden kann, egal bei welcher Versicherung das Kfz versichert wird. Die Grazer Wechselseitige Versicherung bietet natürlich sämtliche Versicherungen und Veranlagungsformen an. Besonders interessant ist im Moment die Lebensversicherung. Bei dieser sind nicht nur die Einzahlung, sondern auch die Garantiezinsen hundertprozentig gesichert. Sehr günstig werden im Moment die Kfz-Versicherungen angeboten und auch für junge Kunden gibt es günstige Kfz-Tarife. Familienmusik der besonderen Art fand in der Pfarrkirche Mürz-Zuschlag statt. Der Primgeiger und Vorstand der Wiener Philharmoniker konzertierte mit seinen beiden Söhnen Benedikt und Dominik. Die Pfarrkirche der heiligen Kunigunde war bis auf den letzten Platz besetzt. In den Genuss eines solchen Ohrenschmauses an Werken von Haydn, Boccherini und Bach kommt man nicht alle Tage. Clemens Helsberg macht bei uns in der Region seit einigen Jahren Urlaub und durch Beziehungen durch den Pfarrgemeinderat ist es gelungen, dass er heute hier spielt. Es ist ein Benefizkonzert, das heißt, er spielt wirklich gratis. Was wird mit dem Erlös dieser Veranstaltung passieren? Ja, wir kämpfen schon seit einigen Jahren darum, hier in Mürz-Zuschlag eine neue Orgel finanzieren zu können. Das ist sehr schwierig, weil so ein großes Gerät die Königin der Instrumente sehr, sehr viel kostet und wir haben da einige Benefizkonzerte und viele Veranstaltungen schon gemacht und dieses steht auch ganz im Zeichen der Orgel. Zugunsten der neuen Orgel organisierte man schon einige Benefizveranstaltungen. Selten sind sie so hochkarätig besetzt. Ich habe eine große Freude daran, dass also für dieses Orgelprojekt, wo wir viel auch an Mitteln brauchen, ein sehr hochqualifiziertes Ensemble da ist und auch uns dabei hilft, das Geld auch für die Orgel einfach aufzutreiben. Warum sich Clemens Helsberg, der seit 31 Jahren beim wohl bekanntesten Orchester der Welt die erste Violine spielt, an einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Mürz-Zuschlag beteiligt, ist leicht erklärt. Wir sind seit etlichen Jahren zu Gast bei der Familie Paar im Ganztal. Urlaub am Bauernhof, Urlaub in Österreich. Und das haben wir mit unseren jüngeren Kindern seit etlichen Jahren mit großem Erfolg, weil ich bin selber im Land aufgewachsen. Und ich weiß, was Ferien am Bauernhof, Ferien mit Tieren für Kinder bedeuten. Und das haben wir da mit großem Erfolg mit den Jüngeren durchgeführt. Und dann hat sich das so ergeben. Mit 15 Jahren ist Benedikt der jüngste Spross der Familie Helsberg. Unter den Augen seines Vaters brilliert er mit seinem Violoncello-Solo von Johann Sebastian Bach aus der Suite Nummer 2 in D-Moll. Für Bernhard Hirzberger, dem Organisten der Pfarre, war dieses Konzert eine Herausforderung auf zwei Ebenen. Zum einen ist es etwas Besonderes, mit Clemens Helsberg zu musizieren und zum anderen all das mit einer defekten Orgel. Es ist eine besondere Ehre und für mich ist es ein musikalischer Höhepunkt. Und wie schwierig ist es für Sie, auf der, ich sage mal, nicht mehr ganz so funktionierenden Orgel zu spielen? Wenn ich ganz ehrlich bin, es wird heute Schwerstarbeit durch die Verzögerung und vor allem die Herren spielen auf höchstem Niveau und mein Instrument ist eigentlich, gibt bald den Geist auf und das wird sicher schwierig. Nicht nur für Hirzberger war es ein besonderer Abend, auch all den Konzertbesuchern wird dieses Musikerlebnis noch lange in Erinnerung bleiben.
Im Oktober des Vorjahres wurde die BFI MIA Facharbeiterinnenakademie in der Grünen Insel eröffnet. Und dieses Ausbildungszentrum hat sich seither bewährt, auch in unserer derzeit wirtschaftlich schwierigen Zeit. Einer der Pluspunkte der Facharbeiterinnenakademie ist die Infrastruktur. Es ist uns natürlich sofort gelungen, wieder einige neue Kunden zu akquirieren. Das heißt, mittlerweile sind fast alle metallverarbeitenden Betriebe der Region Kunde der MIA BFI Facharbeiterinnenakademie. Auf was wir besonders stolz sind, ist, dass wir mittlerweile auch Ausbildungspartner des regionalen Arbeitsmarktservices sind. Das Arbeitsmarktservice forciert zum Beispiel die technische Grundqualifizierung der Arbeitnehmer. Das große Interesse an den angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen hat auch Auswirkungen auf den Mitarbeiterstand der BFI MIA Akademie. Mit 16 Mitarbeiterinnen sind wir mit der Eröffnung des neuen Ausbildungszentrums hierher übersiedelt. Mittlerweile sind in unserem Haus rund 25 MitarbeiterInnen in der MIA beschäftigt und weitere 14 MitarbeiterInnen im BFI Steiermark. Zur Überbrückung der angespannten wirtschaftlichen Lage nützen Firmen und Mitarbeiter die Möglichkeiten im Rahmen der Bildungskarenz. In den letzten 10 Monaten haben wir aufgrund der Bildungskarenz Plus einen sehr großen Schwerpunkt setzen können. Bildungskarenz Plus, ein Weiterbildungsmodell für Unternehmen, welche aufgrund der wirtschaftlichen Krise im Moment Schwierigkeiten haben. Hier haben wir die Möglichkeit, Mitarbeiter weiter zu qualifizieren innerhalb der schwierigen Zeit. Böhler Bleche, einer der Vorreiter, arbeitet mit uns in diesem Projekt zusammen. Auch die Firma Böhler setzt im neuen Ausbildungszentrum auf Qualifizierungsmaßnahmen durch einen flexiblen Partner. Die Bildungskarenz ist für die Böhler Bleche eine interessante Alternative, dass wir trotz der Krise die Arbeitsplätze erhalten können und die Mitarbeiter in dieser Zeit höher qualifizieren. Nachdem wir schon jahrelange Erfahrung mit der MIA, was die Lehrlingsausbildung betrifft, haben, war es für uns selbstverständlich, auch für diese Bildungskarenz die MIA als Partner heranzuziehen. Und da sind wir sehr zufrieden. Die Mitarbeiter sind im Rahmen der Bildungskarenz 3 Monate hier bei der MIA. Die MIA ist sehr flexibel, geht auf unsere Wünsche ein, bildet ein Programm, das speziell auf unsere Anforderungen zugeschnitten ist und ist da sehr flexibel. Einen wichtigen Teil der beruflichen Weiterbildung in der Mürzer Facharbeiterinnenakademie erfüllt das Berufsförderungsinstitut Steiermark. Herr Flieser, welche Schwerpunkte bietet das BFI hier in Mürzzuschlag? Die größten Schwerpunkte sind neben der Berufsreifeprüfung, die wir seit 2006 schon anbieten, schon die neuen Konzepte dazu, das heißt Matura mit Lehre. Das ist ein neues Konzept, wo Lehrlinge während der Lehre die Berufsmatura schon nachmachen können. Zusätzlich wird dann ab Herbstsemester neu angeboten die Ausbildung zur Sozial- und Berufspädagogin. Und ganz neu wird auch sein für die Ausbildung im technischen Bereich, die BFI Werkmeisterschule im Maschinenbau Betriebstechnik. Bei alle sind geplant mit Start im September. Dafür stehen wir natürlich für nähere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. Neue Entwicklungen gibt es auch in der Lehrlingsausbildung. Die neuen Entwicklungen, die derzeit im Laufen sind, sind 2 neue Lehrberufe. Wir bilden im Lehrberuf Mechatronik aus. Weiteres bilden wir den Lehrberuf der Elektrobetriebstechnik aus. Besonders stolz sind wir darauf, dass die notwendigen Zusatzqualifikationen, wie zum Beispiel die Werkmeisterschule oder auch die Berufsreifeprüfung bzw. die Lehre mit Matura, bereits heuer im Herbst in unserem Haus angeboten wird. Wie sieht es aus Ihrer Sicht derzeit auf dem Lehrstellenmarkt aus? Wie wirkt sich die Krise hier auf unsere Jugend aus? Die Krise geht natürlich auch nicht spurlos an unserer Jugend vorbei. Wir verzeichnen heuer einen Lehrstellenrückgang von etwa 40%. Zu bemerken ist vor allem, dass kleinere und mittlere Unternehmen dieses Jahr zurücktreten und weniger Lehrlinge aufnehmen oder gar keine Lehrlinge aufnehmen. In der Lehrlingsausbildung wird auch die Motivation der Mädchen und Burschen gefördert. Die Trelli-Lehrlingsausbildung ist die geförderte Lehre für Unternehmen in der Steiermark. Gefördert werden die Ausbildungskosten für die Lehrlinge durch das Land Steiermark und der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Wir haben heuer bereits den 7. Durchgang und erzielen im Durchschnitt 50%
Auszeichnungen oder gute Erfolge bei den Lehrabschlussprüfungen. Der Trail-ID-Lehrlingswettbewerb, ein neuer Punkt in der Trail-ID-Lehrlingsausbildung, bietet Lehrlingen die Möglichkeit, mit Projekten daran teilzunehmen und ihr Können unter Beweis zu stellen. Wir haben hier dieses Jahr den 2. Platz errungen und möchten nächstes Jahr den Platz 1 erreichen. Herr Anthofer, wie schaut die Zukunft in diesem Ausbildungszentrum aus? Ja, auch wenn die derzeit vorliegende Wirtschaftskrise Angst und Verunsicherung bei der Bevölkerung hervorruft, so ist ein Mittel zur Bewältigung weiterer wirtschaftlichen Krisen sicherlich die Bildung. Nur optimal und gut qualifizierte Personen werden in weiterer Hinsicht auch Chancen am Arbeitsmarkt haben und Krisen entsprechend bewältigen können. Die BFI, MIA, Facharbeiterinnenakademie, hat sich bereits nach kurzer Zeit als bedeutende Einrichtung in der beruflichen Weiterbildung etabliert. Nie mehr Schule, keine Schule mehr. Zumindest für die nächsten 8 Wochen. Zum Abschluss eines äußerst turbulenten Schuljahres veranstaltete das Jugendzentrum HOT eine, na klar, Schulschlussparty. Endlich Ferien, gemütlich abhängen im Liegestuhl. Aber worauf wird da noch gewartet? Auf die Sonne! Das ganze Jahr über bemüht man sich im HOT um die Jugendlichen. Zum Ende eines anstrengenden Schuljahres wird ihnen dann etwas Besonderes geboten. Wir bieten heute den Jugendlichen ein Alternativprogramm zum sinnlosen Saufen. Also wir haben draußen seit 17 Uhr Grillerei, drinnen ist dann ab 21 Uhr spielt eine Band Millions of Dreads. Und einfach, dass sie mal Abwechslung haben. Die Schüler haben ganz klare Vorstellungen, wie die Party ablaufen soll. Ja, ich hoffe, es wird lustig und dass es eine gute Stimmung gibt. Auch die Musiker von Millions of Dreads haben sich einiges einfallen lassen, wie sie die Kids in Ferienstimmung versetzen wollen. Mit Musik. Das war naheliegend. Ja, mit Reggae-Musik. Wir sind Millions of Dreads aus der Steiermark, aus Graz genauer gesagt. Und wir spielen am liebsten in der Steiermark zum ersten Mal mit Zuschlag. Also wir werden auf jeden Fall die Stimmung anheizen und unser Bestes geben. Und das Partyvolk mischten sich auch die Musiker von No Sane. Auch von Ihnen wollten wir wissen, ob Sie einige Stunden nach der Zeugnisverteilung schon in Ferienstimmung sind. Im Moment schon, zumindest für das Wochenende. Nur dann geht es ja gleich wieder los mit Ferialjob, also naja, es geht. Wie schaut es bei dir aus mit dem Ferienprogramm? Ja, bei mir selber, also jetzt Wochenende und dann auch Ferialjob. Und sonst freizeitmäßig, habt ihr gar nichts vor? Ja, sicher. Also noch arbeiten, Schollerteich oder so. Und wir spielen im Sommer 2 Mal, unter anderem bei mir zurück. Partystimmung und Ferienlaune ließen nicht lange auf sich warten. Die 7 Musiker von Millions of Dreads hielten ihr Versprechen und die Mürzer Schüler hatten eine perfekte Schulschlussparty. Die Grazer Wechselseitige, Ihr Partner für alle Versicherungen. Wechseln Sie auf die richtige Seite. Das Team der Gravemürz Zuschlag steht Ihnen von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung und freut sich auf Ihren Besuch. Das war's auch schon wieder für dieses Mal, aber eines sei Ihnen versichert, nächste Woche sehen Sie hier wieder neue aktuelle Beiträge aus unserer Region. Im Namen des gesamten Teams von TV Mürz bedanke ich mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.